und so. Ja, ja, cool. Ja. Okay. Und ja. Ja, passt. Wir machen nur Servus. Audio. Ja, ja, gut. Okay, wir wollen es. Ja, ja. Okay. Ja, Roman Mehlich bei Real Talk Now im Interview. Erstes Spiel gleich, erster Sieg. Was sagen Sie zum Spiel? Was sagen Sie zur Atmosphäre in Lustenau? Ja, Atmosphäre war super. Spiel in der kurzen Zeit haben wir viel reinbracht heute von dem, was wir uns erhofft haben oder erarbeitet haben die Woche. Die Jungs haben es wirklich sehr gut gemacht. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung jedes einzelnen Spielers. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Aber natürlich, wenn ein neuer Trainer kommt, so eine Leistung dann abgerufen wird und gegen einen starken Gegner ein Heimspiel gewonnen wird, seit langem wieder, ist das natürlich für alle sehr erfreulich. Ja, wir kommen ja sehr oft zu Austria-Lustenau-Spielen über die Jahre und heute hat man gesehen, dass die Spieler gekämpft haben. Was sagen Sie, was haben Sie zu den Spielern vor dem Spiel gesagt? Ich habe zu ihnen gesagt, kämpft. So einfach, oder wie? Wenn es so einfach wäre. Aber wenn das so einfach wäre und wenn der Trainer nur sagt, was sie immer machen sollen, das, so einfach ist es nicht, es muss von den Spielern selbst kommen. Ne? Man muss den Spielern auch den Glauben wiedergeben, dass sie kicken können. Das habe ich ihnen gesagt, das hat jeder Spieler von uns bewiesen schon oft, dass er in dieser Liga genug Qualität hat, um Spiele zu gewinnen. Da muss man was dafür investieren und das haben sie heute gemacht und wir haben uns mit 3 Punkten belohnt. Ja. Es gibt ja viele Spieler, die noch viel Potenzial in sich haben, wie zum Beispiel ein Rossian oder auch ein Atkinson, meiner Meinung nach. Wie stehen Sie zu diesen Spielern? Werden die auch mal Einsatzzeit bekommen? Ja, ich muss jetzt einmal wichtig, dass ich alle kennenlerne in der kurzen Zeit. Ist eh ganz gut gegangen, aber wenn jemand gut ist und sich im Training aufdrängt, dann wird er natürlich dann auch spielen. Wäre ja dumm, würde ich das nicht machen. Ja, das nächste Spiel ist ja gegen FAC. Man könnte jetzt sagen, dass aktuell Pokal schon wichtiger als die Liga ist oder sehen Sie das anders? Nein, ich glaube, dass das beides wichtig ist. Beides ist wichtig. Ein Pokal ist immer eine schöne Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht dann einmal einen richtig großen Gegner nach Lustenau zu holen. Das wäre schön. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die Meisterschaft ist ja noch nicht verloren. Wir haben uns einmal heute in die richtige Richtung bewegt. Wer ist für Sie der Favorit in der Liga? Neben Austria Lustenau? Nein, also ich sehe uns jetzt einmal nicht als Favorit, sondern es gibt ja die üblichen Verdächtigen. Die Rieder sind stark, Austria Klagenfurt ist stark, HRK ist stark. Also es gibt schon eine große Gruppe, die Woche für Woche gute Leistungen abruft. Auch die Linzer haben bis jetzt richtig gut gespielt und waren heute auch ein wirklich schwerer Gegner. Die haben eine tolle Mannschaft. Ja, und Sie waren ja früher Trainer bei Wiener Neustadt. Viele sagen, dass die Liga viel schwächer geworden ist durch die Änderungen, Reform, ja. Was sagen Sie dazu? Möglich. Kann sein. Damals war es ein Sonderfall, glaube ich, weil damals durch die Liga-Reform bis zu 3 Mannschaften hätten aufsteigen können. Und da haben halt viele Clubs dann wirklich Geld in die Hand genommen und wirklich sehr, sehr gute Spieler in die Liga geholt. Jetzt gibt es halt dieses Ligasystem, muss man das Beste daraus machen. Es nützt uns auch nichts, glaube ich, da großartig das zu vergleichen. Ja. Und was ist eigentlich schwieriger? Aus der Lust noch zu trainieren oder Experte bei ORF zu sein? Oder allgemein Trainer zu sein, oder? Ja, Trainer zu sein ist schon komplizierter natürlich, ja. Weil als Experte jetzt beim ORF schaue ich mir das Spiel an und dann gebe ich halt meinen Senf dazu. Da ist ja so, dass wir Trainer müssen dauernd Entscheidungen treffen, ne? Und wir müssen auch die Spieler dann enttäuschen, indem wir sie aufstellen oder austauschen oder gar nicht in den Spielkader einberufen. Das ist ein bisschen schwieriger natürlich. Ja, Sie sind ja bekannt als Trainer, der wird als Taktikfuchs genannt, hört man sehr oft, dass sie auch sehr defensiv spielen. Also ist das ihr Spielstil, dass sie defensiv spielen? Defensiv. Weil heute hat man es nicht gesehen eigentlich. Lass mal die anderen reden einfach. Ja. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Man wird schnell in irgendeine Schublade gesteckt, aber wir haben ja die Mannschaft heute gesehen. Also wir sind froh, wenn sie jedes Spiel 1-0 gewinnen. Ja, ja, ist in Ordnung. Ja. Gut. Ja, danke. Ja. Gerne, hallo, Jungs. Ich habe noch eine kurze Frage. Haben Sie die Champions League und die Europa League verfolgt? Und was ist Ihre Meinung zu den Clubs WRC, LASK und sehr überraschend. Ja, großartig. WRC war richtig stark. Da sieht man, was möglich ist, wenn man mutig ist, wenn man zusammenhält als Team, wenn man laufstark ist, wenn man immer wieder im hohen Tempo ansprintet, muss man sagen, der Trainer, der Struber, macht dort einen perfekten Job. Also viel Luft nach oben. Ich wünsche es Ihnen, aber es geht kaum mehr besser. Also das war eine überragende Leistung. Mich würde noch interessieren, Ihre Meinung zu Austria Wien aktuell, wo es da gerade hakt. Nein. Schwierig, oder? Schwierig zu sagen von außen. Ganz genau. Er ist auch Austria Wien Sympathisant. Ja, ist Austria. Ja. Nein, da kann ich gar nicht dazu sagen. Ja, okay, danke für das Interview. Jungs, wir hoffen, gefreut, dass Sie weiter so... Nur mehr Siegerinterviews, ja, genau. Ja. Ciao, gell? Danke, Roman. Ciao, Roman. Servus, ciao. Ciao. Gut, ciao, ciao. Servus, gut, ciao. Du weißt, wie ich heiß, ich bin Summer Jam. Lucio Loco, tu nicht so, als ob du uns nicht erkennst. Auf dem Film, den ihr fahrt, haben wir das Patent. Komm, steig ein und wir drehen noch ein paar.
und den Jack. Sie tun mir auf Bader, auf großes